Wusstet ihr schon, dass man in Mario Kart 8 dreimal hintereinander von einem Blitz getroffen werden kann? Wie das Ganze aussieht und wie das überhaupt passieren kann, zeige ich euch jetzt. Damals, beispielsweise in Mario Kart 7, war das nur sehr schwer möglich, alleine deshalb, weil man nur ein Item hatte. Mit dem System der Doppel-Items ist es nun aber wesentlich einfacher, einen vorherigen Blitz einfach zu dodgen und da kann durchaus sowas entstehen. Also ich habe gehört, wer jetzt nicht reinfolgt, wie das auch passiert. Möglich war das deshalb, weil eine Person in einer Rakete war und die andere Person in einen Stern. Aber keine Sorge, das kommt äußerst selten vor. Wie ein Date bei Jungs. Ganz klar.